Jesus erklärt. Erlösung von Zeremonie und Gesetz. Kapitel 132. Die Erlösung vom Joche des Zeremoniendienstes und des Gesetzes. Der Herr, ich gebe euch damit eine Gottes- und Lebenslehre, die von jeder Zeremonie so ferne ist, wie ein Himmelspol vom anderen. Da bedarf es keines Sabbats, keines Tempels, keines Bethauses, keiner Faste, keines eigenen Aaronstabes und Rockes, keiner zweihörnigen Kopfbedeckung, keiner Bundeslade, keines Rauchfasses und keines Gebenedeiten und noch weniger eines verfluchten Wassers. In dieser Lehre ist der Mensch in sich alles in allem und braucht sonst nichts als nur sich selbst. In den alten, vorbildlichen Lehren war der Mensch nur ganz teilweise als sich mehr und mehr veredelnd und zum wahren Geistmenschen heranbildend noch ganz materiell dargestellt. Und es war darum denn auch nötig, ihn in allerlei dem Geiste ansprechenden Formen, Gefäßen und zeremoniellen Handlungsweisen darzustellen. In dieser meiner neuen Lehre aber ist der Mensch, wie auf einen Punkt, in eins vollkommen vereint, in sich und mit sich, sowie auch ich selbst mit aller meiner früheren urewigen und unendlichen Gottheit hier wie auf einem Punkt vereint vor euch stehe. Und selbst zu euch sage, dass von jetzt an das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit nicht mehr im Tempel zu Jerusalem oder auf Garizim zu suchen und alldort Gott anzubeten sein wird. Sondern solchen Gottesdienst wird man tun können überall, da ein Mensch ist. Das Menschenherz wird sein der lebendige Tempel des wahren, einigen und einzigen Gottes. Und die werktätige Liebe wird sein der allein wahre Gottesdienst. Und die Liebe zu Gott wird sein dessen ganz allein wahre Anbetung. Da aber weder eine wahre Liebe zu Gott ohne die werktätige Nächstenliebe und diese nicht ohne die wahre Liebe zu Gott denkbar ist, so sind die beiden Lieben im Grunde des Grundes auch nur eine Liebe und somit eine und dieselbe wahre Anbetung Gottes. Wer das in sich hat, der hat alles, alles Gesetz und alles Prophetentum im eigenen Herzen vereint und hat weiter durchaus nichts irgend mehr vonnöten. Ich hebe hiermit denn alles Alte samt dem Gesetze Moses auf. Nicht etwa, als wäre es fortan nicht mehr zu beachten. Das sei ferne, sondern nur insoweit, als es da bis jetzt war, eine äußere, mit irdischen Strafen belegte Nötigung, so und so zu handeln. Denn also war das Gesetz ein jedem Menschen im Genicke sitzender Richter und war ein bleibendes Gericht, dessen sich kein Mensch entschlagen konnte. Ein Mensch aber, der gedrückt unter der Gesetzeslast steht, stehe dadurch ja auch offenbar im fortwährenden Gerichte. Der aber im Gerichte steht, ist geistig tot und verflucht von der inneren, göttlichen Lebensfreiheit. Nur wenn das Gesetz sein eigen wird und der Freiheit des eigenen freisten Willens untersteht, dann hat alles Gericht und aller Fluch und Tod beim Menschen ein Ende. Und ich bin eben darum hauptsächlich in diese Welt gekommen, um allen Menschen die Erlösung vom Joche des Gesetzes, des Gerichtes, des Fluches und des Todes zu bringen. Und darum auch nehme ich von nun an alles Äußere weg, gebe euch somit wahrhaft euch selbst zurück und mache euch eben dadurch erst wahrhaft zu wahren Gotteskindern. Und zu Herren über alles Gesetz und Gericht.
werdet ihr und also auch eure Jünger gleichfort unverändert in dieser Norm verbleiben, so wird auch nie ein Gericht über euch zu kommen imstande sein, weil ihr ja über dem Gerichte steht. So wie ihr aber nur in einem oder dem anderen Stücke euch ein altes, äußeres Gesetz werdet anfügen lassen und irgend noch anhangen einem alten, äußeren Formenkleckse, so werdet ihr euch auch wieder einem Gerichte unterstellen. Und der Tod wird so weit in euch greifen, als wie weit ihr euch selbst einem alten Formengesetze unterstellt habt. Kapitel 133. Das Verhältnis der Kinder Gottes zu den politischen Staatsgesetzen. Sagt hier Roklus: Ja, Herr, wie sieht es denn da mit der Haltung der politischen Staatsgesetze aus? Denen muss man sich doch fügen, wenn man einerseits noch so sehr Herr über sich geworden ist. Oder kann man auch mit diesen Gesetzen es also machen wie mit denen des großen Propheten Moses? Sage ich: Aber Freund, wie kann man Anordnungen eines Staates Gesetze nennen? Gesetze sind ja nur der kundgemachte Wille Gottes. Deine Staatsgesetze aber sind bloß nur der höchst wandelbare Wille eines Menschen und können nie mit etwas anderem zu tun haben als mit den alleräußersten und materiellsten Leibeslebensdingen. Wenn sie gut sind, so wirst du sie auch billigen und annehmen mit deinem freisten Willen. Und hast du das, dann bist du schon ein Herr der Staatsgesetze und kannst durch sie in kein Gericht mehr kommen. Sind sie aber schlecht, so steht es dir ja frei, dich davon loszumachen und dahin zu ziehen, wo es weisere Gesetze gibt. Oder den Gesetzgeber allersanftest auf das Mangelhafte einiger Gesetze aufmerksam zu machen und ihm einen rechten und guten Rat zu geben. Werdet ihr den Rat annehmen, so werdet ihr gut zu bleiben haben. Nehmt er in seinem herrscherischen Hochmute den Rat aber nicht an, dann ziehet weiter. Denn die Erde ist groß und hat viele Länder und Völker und Reiche und Könige und Fürsten. Seid ihr einmal rein in eurem Innern, dann wird euch auch alles rein sein. Denn dem Reinen sind alle Dinge darum rein, weil er den Grund von allem erschauen kann, was so viel sagen will als: Dem Sehenden ist am Tage alles erleuchtet, und selbst die Nacht ist für den Scharfsehenden nicht lichtlos, während dem Blinden alles finster ist und der Tag bei ihm keinen Vorzug vor der Nacht hat. Wer also in seinem Innern einmal in der völligen Ordnung ist, der ist auch ein Herr über alle Unordnung, die nur irgend in der Welt so oder so vorkommen kann. Weil er aber ein Herr ist und in sich in keine Unordnung mehr geraten kann, so mag und kann er im Grunde wohl in jeder politischen Gesellschaft bestehen, möge sie so oder so bestellt und beschaffen sein. Denn er sieht es ja klar, wohin er seine Schritte zu stellen hat. Ich selbst bin ja nun auch auf dieser Erde und füge mich meiner äußeren Persönlichkeit nach in die von dem römischen Kaiser vorgeschriebene Ordnung und lehne mich nirgends, nicht einmal dem Anscheine nach, wieder dieselbe auf. Verliere ich etwa dadurch in meines innersten Gottwesens Ordnung? Oh, mitnichten. Ich bin, der ich bin, unverändert. Und mein Rat wird auch von denen angenommen, die des Herrschers Macht in ihren Händen tragen. Und bin darum ein Meister und Herr über sie. Und niemand fraget mich und saget: Herr, wie tust du das? Glaubt es mir, dass einer, der wahrhaft ein Herr seiner selbst geworden ist,
auch gar leicht ein Herr über ein ganzes Volk werden kann. Und niemand wird zu ihm sagen: Freund, wie magst du solches tun? Denn die Menschen werden ihn selbst dazu machen, indem sie scharenweise zu ihm hineilen werden und werden sich Rates erholen. Was ist aber ein weiser Ratgeber anderes als ein weiser Gesetzgeber? Wer aber Gesetze gibt, der wird doch ein Herr sein über die, die von ihm die Gesetze überkommen haben. Oder sind Oran, Matthael, hier mein edler Freund Cyrenius, Cornelius, Faustus und Julius nicht Machthaber und Gebieter und haben dennoch Gesetze von mir angenommen und nennen mich ihren Herrn? Warum taten sie denn das? Weil sie die Wahrheit und ihre Kraft und Macht an mir mehr denn zur Genüge haben, ganz hellst kennengelernt. Was ich aber nun rede und tue, das und noch ein mehreres und größeres werdet auch ihr in jüngster Zeit schon tun und werdet somit auch auf der ganzen lieben Erde ganz dieselben Wirkungen hervorbringen müssen. Freilich gehört dazu auch jener entschiedene Mut, der sich vor dem Tode des Leibes nicht fürchtet. Wie aber sollte sich der davor auch fürchten, der in der höchsten Klarheit das ewige Leben in sich trägt und ganz vollkommenst ein Herr des Lebens in sich selbst geworden ist und gar wohl wissen muss, dass erstens diejenigen, die wohl den Leib töten können, der Seele und ihrem ewigen Lebensgeiste durchaus keinen Schaden mehr zufügen vermögen. Und dass zweitens die Seele mit dem Wegfalle des schweren Leibes für ewig einen nie aussprechbaren Gewinn macht, den alle Schätze dieser Erde ewig nimmer aufzuwiegen irgend imstande wären. Wer aber solches in sich selbst, in höchster und tiefster Lebensgrundklarheit erschaut, nun, der wird dann ja doch etwa keine Furcht vor dem Tode des Leibes haben. Und hätte er dann noch welche, so gliche er ja doch offenbar einem Toren, der darum weinen möchte, dass man ihn von der Zwangsjacke befreie und ihn anstelle derselben bekleide mit dem Kleide der höchsten und ungezwungensten Freiheit und Klarheit des ewigen Lebens. Das aber ist nicht denkbar möglich. Daher es euch auch zur rechten Zeit am erforderlichen Mute sicherst nicht gebrechen wird. Sehet also, vor allem vollkommen Herren über euch selbst zu werden. So werdet ihr auch Herren sein über alle Gesetze und über alles Gericht und fern von jedem Fluche irgendeines dummen Weltgesetzes. Das, was ihr aber selbst werdet, das suchet auch emsigst, dass es auch alle diejenigen werden, die von euch die innerste Ordnung des Lebens werden kennenlernen. Dann werden sie eure wahren Freunde und Brüder werden und werden keine anderen Gesetze mehr geben, weil sie, gleich euch, einsehen werden, dass das innerste Lebensgesetz alle anderen aufwiegt und völlig unbrauchbar macht.